Herzliches Grüß Gott und Hallo miteinander. Guten Abend und ein ganz besonderes Dankeschön vergelt's Gott gleich an unsere Schützenbruderschaft St. Johannes 1876, Siedlinghausen. Guten Abend miteinander. Hallo und Servus. Winterberg ist ja das beste Beispiel dafür, dass es nicht nur in den Alpen schneesichere Winter gibt, sondern auch im Mittelgebirge zwischen Dortmund, Bielefeld und Kassel. Was ich selber nicht gewusst habe, und Sie werden selber staunen, meine Damen und Herren, Winterberg und seine Umgebung gelten als die schneesicherste Lage Deutschlands. Ja, und es gibt so wunderbare... Ja. Da freuen Sie sich selber, die Winterberger. Genau. Es gibt ja hier in der Gegend so unglaublich schöne alte Bauernregeln. Eine besagt zum Beispiel, ein Winterberger Bauer, das ist ein ganz ein Schlauer. Doch trinkt er einmal zu viel Korn, geht die Bäuerin mit ihm Schlitten vorn. Ja, ja, und von dieser berühmten... Schlittenfahren ist natürlich leicht untertrieben, denn von dieser berühmten Bob- und Kunstrodeleisbahn, meine Damen und Herren, werden wir natürlich im Laufe des Abends noch sehr viel hören. Aber wussten Sie, dass Winterberg zum Beispiel auch ein heilklimatischer Kurort ist, mit einem ganz besonderen Klima, nämlich mit einem Mittelgebirgsreizklima? Ja, das habe ich gemerkt. Du reizt mich schon die ganze Zeit, nicht? Ja. Winterberg ist Wintersport. Es gibt 4 Sprungschanzen, 59 Skilifte, eine Eissporthalle, eine Bob- und Rodel-Kunsteisbahn und natürlich, wie soll es anders sein, Après-Ski. Das zergeht dir auf der Zunge. Ja, aber natürlich, aber da strahl ich. Der schlechteste Platz im Rodeln ist immer noch gesünder als der beste Platz an der Bar. Na, das weiß ich doch. Ich bin doch ein begeisterter Wintersportler. Du? Ja, sicher. Ich huste. Ne? Beispiel. Wir werden Ihnen nichts husten, keine Angst. Im Gegenteil, wir werden jetzt hier im Saal die Stimmung anheizen. Heut bleiben wir da, solange die Musik spielt. Die original Lechschwaben. Ja, heut bleiben wir da, solange die Musik spielt. Die Musik spielt, solange die Musik spielt. Ja, heut bleiben wir da, solange die Musik spielt. Im Sitzi bringt mir gleich noch eine frische Masse. Alle Jahr steht's 14 Tage, so ist bei uns der Brauch. Ich geb meinem Chef einen Urlaubschein, die anderen machen was auch. Und wenn ich dann am Fistplatz bin, dann setz mich närrisch fort. In 14 Tagen zum Stand ist hier an meinem Lieblingsort. Ja, heute bleiben wir da, solange die Musik spielt, die Musik spielt, solange die Musik spielt. Ja, heute bleiben wir da, solange die Musik spielt, jetzt sind sie, bringt mir gleich noch eine frische Masse.
davon, da ist sie plötzlich blass. Ist so Züge weiter, da jetzt trinkt man zuerst am Mass. Ja, heute bleiben wir da, so lang die Musik ist voll, die Musik ist voll, so lang die Musik ist voll. Ja, heute bleiben wir da, so lang die Musik ist voll, die Zinzi bringen wir gleich noch eine frische Mass. Der eine fährt nach Griechenland und braucht dazu einen Pass. Wir fahren jetzt ja auf Wiesn rein, auf eine frische Mass. Wir sitzen bei der Musik vorn, da können sie uns nachher und singen bloß das eine Lied, das mag auch jeder gern. Ja, heute bleiben wir da, so lang die Musik ist voll. Jetzt sind sie, bringen wir gleich noch eine frische Mass. Ja, heute bleiben wir da, so lang die Musik ist voll. Die Musik ist voll, so lang die Musik ist voll. Ja, heute bleiben wir da, so lang die Musik ist voll. Jetzt sind sie, bringen wir gleich noch eine frische Mass. War nimmer schön, ich hab kein Land nimmer gesehen, die Aussicht war bloß trüb. Ich hab mir immer gedacht, jetzt kommt schon wieder eine Nacht und keine hat mich lieb. Auch ich war richtig allein, auch denkt es darf doch nicht sein. Es muss doch einen gehen, der mir bis morgen macht. Endlich ein Wunder, vom Himmel runter, fielst du in meinen Arm. Ein braver Engel kannst nicht gewesen sein, im Himmel lass uns die nicht wieder rein. Endlich ein Wunder, das macht mich munter, ich war zu lange schon. Himmlische Sachen kannst mit mir machen, bloß fliege wieder vor. Ich hab der Himmel geschickt, du machst mein Herz so verrückt und hast mein Kopf verdreht. Ich hab dich gesehen und mir denkt, das ist ein Gottesgeschenk, dass du grad vor mir stehst. Ich trau mein Augen nicht mehr, du bist genauso wie der, den ich mir vorgestellt hab. Du nimmst mein Herz in Beschlag, du weißt genau, was ich mag und bringst mein Pool auf Trab. Endlich ein Wunder, vom Himmel runter, fliegst du in meinen Arm. Ein braver Himmel kann's nicht gewesen sein, im Himmel lass uns die nicht wieder rein. Endlich ein Wunder, das macht mich munter, ich war zu lange schon. Himmlische Sachen kannst mit mir machen, bloß lieg mir nie davon. Endlich ein Wunder, vom Himmel runter, fühlst du in meinen Arm. Ein braver Engel kannst nicht gewesen sein, im Himmel lass uns die nicht wieder rein. Endlich ein Wunder, dies macht mich munter, ich war zu lange schon. Himmlische Sachen kannst mit mir machen, bloß fliegt mir niemals, nein, fliegt mir niemals. Dankeschön. Übrigens werden Sie sich auch wundern, liebe Zuschauer, denn Winterberg und seine Umgebung sind ein Eldorado für Wintersportler, die fit sind und vielleicht noch fitter werden wollen. Und für all jene, die sich noch gesünder kuren wollen, ist es auch das ideale Platzerl. Sie wissen schon, zwecks dem Reiz.
schlimmer. Also Marianne, ich hätte vorgeschlagen, wir schauen uns diesen reizenden Urlaubsort einmal aus der Nähe an. Mit 842 Meter ist der Kahle Asten der bekannteste Berg des Sauerlandes. Von hier aus hat man einen wunderschönen Ausblick auf die abwechslungsreiche Landschaft. Kaum zu glauben, die Ruhr entspringt als kleine Quelle hier in Winterberg und fließt durch das Ruhrgebiet bis in den Rhein. Die Vielfalt und Schönheit des Sauerlandes laden zum Wandern und Verweilen ein. Das Sauerland hat aber nicht nur Berge zu bieten, sondern auch zahlreiche Seen, wie zum Beispiel den Hillebachsee. Winterberg mit seinen 14 Dörfern zeichnet sich besonders durch seine Ursprünglichkeit und die wunderschönen Fachwerkhäuser aus. Kein Wunder also, dass Sie beim Bundes- und Landeswettbewerb Unser Dorf soll schöner werden mit Gold ausgezeichnet wurden. Es gibt 4 Sprungschanzen, davon ist die Sankt-Georg-Schanze die größte. Winterberg hat eine lange Tradition im Bobsport. Die Bob- und Rodelbahn wurde zum Schauplatz von Weltmeisterschaften und Weltcuprennen. Also auf geht's mit voller Fahrt ins idyllische Hochsauerland. Wunderbar. Erinnern Sie sich, liebe Zuschauer, im Frühsommer des Jahres waren die lustigen Musikanten zu Gast in Slowenien, genauer gesagt in Bled. Von daher stammt ja diese weltberühmte und überaus beliebte Oberkrainer-Musik, die ja überall gespielt wird, natürlich auch im Sauerland. Eine Gruppe, die Sie jetzt gleich hören werden, hat sich dieser Musikrichtung angenommen und hat den Namen Sauerland und Oberkrain für ihren eigenen Namen kombiniert. Sie stammen aus Winterberg-Hildfeld, sind zum ersten Mal im Fernsehen und ich begrüße Sie ganz herzlich mit einem riesen Applaus. Die Original Sauerkrainer. Sauerland, du bist mein Heimatland, das Land der tausend Berge, wo die Ruhr entspringt, man noch ein Liedchen singt. Da bin ich so gerne. Die Luft ist rein und klar, die Mädchen wunderbar, die Burschen, die sind fesch. Wo man feiert Schützenfest, wo sich's lieben lässt, da ist mein Sauerland. Wo man feiert Schützenfest, wo sich's lieben lässt, da ist mein Sauerland. Wo Menschen noch gerne singen, wo lustig die Quellen springen und eilen hinab zur jungen Ruhr, hier lacht die Natur. Komm trinken wir bis zum Morgen, vergessen wir unsere Sorgen. Komm reich mir die Hand zum großen Fest, hier wo sich leben lässt. Sauerland, du bist mein Heimatland, das Land der tausend Berge, wo die Ruhr entspringt, man noch ein Liedchen singt. Da bin ich so gerne, die Luft ist frei und klar, die Mädchen wunderbar, die Burschen, die sind fesch. Wo man feiert Schützenfest, wo sich's leben lässt, da ist mein Sauerland. Wo man feiert Schützenfest, wo sich's leben lässt, da ist mein Sauerland. Musik.
Du bist mein Heimatland, das Land der tausend Berge, wo die Ruhr entspringt, man noch ein Liedchen singt. Da bin ich so gerne. Die Luft ist rein und klar, die Mädchen wunderbar, die Burschen, die sind fesch. Wo man feiert Schützenfest, wo sich's leben lässt, da ist mein Sauerland. Wo man feiert Schützenfest, wo sich's lieben lässt, da ist mein Sauerland. Kamen diese Gäste und Rudi Stappert kann natürlich besonders stolz sein auf diese zwei jungen Damen. Es sind nämlich seine goldigen Töchter Nicole und Theresa, einheimische Trompetenklänge, das Trompetentrio Stappert. Und weiter geht's gleich mit zwei Herzen, die absolut im gleichen Takt schlagen. Ob es ein Dreivierteltakt ist, das bleibt wahrscheinlich ein Geheimnis von diesen beiden. Egal wohin, sie bleiben immer zusammen. Das Duo Herzklang. Grenzenlos,
das blaue Meer sind alle Träume und das Sonnenlicht um uns her atemlos von deiner Zärtlichkeit und deine Liebe, sie ist unendlich weit und wie im Wunderland ist dieser schöne Tag. Es ist ein Sommer, so wie ich ihn mag. Egal wohin der Wind uns weht, egal wohin er sich auch dreht, ich kann dich fühlen, du bist da und alle Träume sind uns nah. Egal wohin der Wind uns weht, egal wohin es sich auch dreht, du bist bei mir und irgendwann fängt eine Liebe für uns an. Eine Nacht war ich mit dir allein und deine Worte, ja, du hast gesagt, ich bin dein. Frage nicht, warum das alles kam. Du wirst verstehen, das Leben ist ein Roman. Und voller Liebe schauen wir zum Firmament, dort wo die Sonne wie die Sehnsucht brennt. Der Wind uns weht, egal wohin er sich auch dreht. Ich kann dich fühlen, du bist da und alle Träume sind uns nah. Egal wohin der Wind uns weht, egal wohin er sich auch dreht. Du bist bei mir und irgendwann fängt eine Liebe für uns an. Du bist bei mir. Wir sitzen hier in der Schützenhalle zu Winterberg Siedlinghausen. Winterberg ist ja ein Olympiastützpunkt für den Bob- und Rodelsport. Und aus dem Grund haben wir uns auch ganz liebe, prominente Gäste eingeladen, die ich ganz besonders herzlich begrüßen möchte. Einmal Jana Bode, herzlich willkommen. René Spies, Bernhard Lehmann. Und dazu gesellt hat sich noch ein Gast, sehr charmant, die Heike Storch. Sie ist Deutschlands erste, muss ich sagen, Weltmeisterin im Damen-Bobsport. Also ich finde es unglaublich. Herzlich willkommen. Gesamtweltcup-Zweite, das ist auch richtig. Also Winterberg kann richtig stolz auf Sie sein. Dann habe ich hier die Jana Bode. Sie leben hier in Winterberg. Was gibt es denn herausragende Ereignisse in Ihrer Karriere, die Sie so, an die Sie sich gerne erinnern? Ach, da gibt es so einige. Als Sportler erlebt man ja sehr viel, man kommt auch sehr viel rum. Vielleicht so ein paar herausragende, das ist einfach damals, jeder weiß es, zwei deutsche Staaten sind zusammengewachsen. Wir wurden dann wieder eine Mannschaft. Und das war erstmal ein herausragendes. Und dann vielleicht meine erste WM-Medaille, die ich gemacht habe, die Olympischen Spiele, an denen ich teilnehmen konnte. Und ich hoffe, das ist noch nicht alles und ich kann euch irgendwann ein bisschen mehr erzählen. Also das hoffen wir natürlich auch. Wir wünschen viel Glück. Danke. Dann haben wir einen ganz, ganz jungen Mann hier, 22 Jahre jung, seit 5 Jahren erst dabei, aber unglaublich erfolgreich. 2 Junioren-Weltmeistertitel. Unser René Spies, wie hat denn das angefangen? Ja gut, mein... Ja. Sind besonders stolz. Ja gut, mein Bruder ist früher selber Bob gefahren, bis 89. Ja. Der hat mich dann mit zur Bobbahn genommen. Dann habe ich es selber probiert und es hat so gut geklappt, da bin ich dabei geblieben. Ja. Und wie man sieht, habe ich jetzt die ersten Früchte getragen.
Ich finde das gut, gell? Wenn man einen Bruder hat, den möchte man dann immer zeigen, vor allen Dingen, wenn er älter ist, dir zeige ich's, was genau. Ich kann. Ja. Den Spieß mal rumdrehen und ja. Dann selber mal fahren. Und ja, alles klar. Wunderbar. Was hat denn ein junger Bursche wie Sie jetzt für Hobbys? Ich meine, man hat ja sehr, sehr wenig Zeit, man muss wahnsinnig viel trainieren. Das Problem ist, dass man wenig Zeit hat, ja. Die Saison ist lang. Aber vielleicht nach der Saison fährt man mal nach Innsbruck und fährt morgens Bob und nachmittags Ski. Das wäre die optimale Lösung. Wo man da hat beides man Hobby und Beruf vereinbart, genau. Ja. Und ansonsten halt meine Freunde. Finde ich gut, ja. Eine Freundin als Hobby, das finde ich spitze. Ah, das passt. Ja, ist in Ordnung. Ja, logisch. Und den aller erfolgreichsten, auch den reifsten Herrn, darf ich sagen, das ist unser Bernhard Lehmann. 17 Medaillen hat er insgesamt gewonnen im Laufe seiner Bobkarriere. Er ist Landestrainer für den Bobsport. Gab es denn irgendwann, wann einmal in Ihrem Leben, wenn Sie abgefahren sind, kritische Situationen, wo Sie gesagt haben, mein Gott, also jetzt höre ich lieber auf, weil wenn das noch einmal passiert? Ja, sicher. Ich meine, erstmal ist es eine Rennsportart. Ja. Und wenn man erstmal diese Sache eingeht, dann muss man sicher damit rechnen, dass die eine oder andere kribbelige Situation entsteht. Wo gehobelt wird, fallen Späne. So ist es. Ich meine, ich muss sagen, ich habe in meiner 13-jährigen Laufbahn eigentlich nur 6 Stürze und die sind alle glimpflich ausgegangen. Ich habe aber eine ganz interessante Episode, die mir so widerfahren ist. Ja. Als Trainer, und zwar voriges Jahr während der Juniorenweltmeisterschaft, ist ein österreichisches Bob-Team aus der Kurve getragen worden. So in der Höhe von 10 Metern durch die Luft gesegelt, sage ich mal. Und dann auf dem Kufen wieder auf. Er stand abseits von der Bahn. Also das gibt's auch. Ich meine, und er hat aber Glück gehabt dabei. Es ist nichts passiert, Gott sei Dank. Also im Wesentlichen bleiben alle Stürze eigentlich ohne größere Folgen. Größere Folgen. Aber es wäre eine Möglichkeit, eine neue Variante, ne? Eine olympische so Disziplin, Flugbobsport. Das wäre ganz toll. Genau. Ich bedanke mich bei euch ganz besonders herzlich, dass ihr hier wart. Wir alle drücken euch die Daumen für alle anderen Rennen, Meisterschaften, was immer es auch sei. Und dass ihr viele, viele Medaillen mit heimbringt nach Deutschland, insbesondere nach Winterberg. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, und jetzt kommen wir zu einer jungen, sehr sympathischen, vielseitigen Künstlerin, die aber jetzt leisere Töne anschlägt. Lebe wohl, Papa, heißt ihr Lied, ein bisschen besinnlicher, beinahe traurig. Und hier ist für Sie Maria Matis. Machen aus kleinen Wolken, die schön.
Stunden sind die Stunden, die man mit Musik verbringt. Freunde findet jeder, wenn froh ein Lieder klingt. Ja, so soll's bleiben, nur Musik schafft Freiheit. Wir versprechen heute, dass unsere Freundschaft bleibt. Was auch geschieht, wir bleiben Freunde. Sorg ich von dir, das sind auch meine. Weil uns Musik zusammenhält, sie ist das Schönste auf der Welt. Was auch geschieht, wir bleiben Freunde. Nie lassen wir mich lang alleine. Wir schicken Freude durch Musik und unser Herz, das bleibt zurück. Uns wieder in die weite Welt hinaus. Weil's bei euch so schön war, gibt's bald ein Wiedersehen. Was auch geschieht, wir bleiben Freunde. Sorgen von dir, das sind auch meine. Weil uns Musik zusammenhält, sie ist das Schönste auf der Welt. Was auch geschieht, wir bleiben Freunde. Nie lassen wir dich lang alleine. Wir schicken Freude durch Musik und unser Herz, das bleibt zurück. Was auch geschieht, wir bleiben Freunde. Nie lassen wir dich lang alleine. Wir schicken Freude durch Musik und unser Herz, das bleibt zurück. Auch Niederösterreich hat sein Winterberg, das nennt sich aber Puchberg am Schneeberg. Und daher kommen unsere lustigen Musikanten, die wir soeben gehört haben. Vier Geschwister spielen und singen in dieser Gruppe mit. Das Heimatland-Echo. Ja, liebe Gäste. Und bei so viel Winter und Schnee, also ehrlich gesagt, da freue ich mich, da kann ich es jetzt gleich gar nicht mehr erwarten. Ich freue mich wahnsinnig auf den Winter. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, ich freue mich wahnsinnig auf Skifahren. Und ich kann mir das ganz toll vorstellen. Wir zwei gemeinsam wedeln ganz rasant ins Tal hinunter. Ja, ich kann mir es auch gut vorstellen, denn die Skipisten sind ja der Umweg zum Orthopäden. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Man soll nie den Tag vor der Abfahrt loben. Dann wüsste ich für dich etwas weitaus Ungefährlicheres für einen älteren Herrn. Langlaufen. Obwohl Langlaufen ist ja auch sehr, sehr gesund. Ja, also man sagt ja gemeinhin, die Langläufer leben länger, ne? Aber das stimmt ja nicht. Die schauen bloß ein bisschen älter aus. Eben. Naja. Kannst recht haben. Aber einer, der immer jung geblieben ist, auf den freuen wir uns jetzt ganz besonders. Wer wird denn jetzt da gleich narrisch werden? Hansl Krönauer. Es fängt ja schon gleich richtig an. Beim Aufstehen ist ins Kreuzen einfahren. Das Frühstück bringt mir samt dem Geschirr mit einem Kracher um die Ohren. Was kann mir denn noch alles passieren? Nur jetzt nicht die Nerven verlieren. Ich reiß mich jetzt an, wo bleiben denn da die Manier? Wer wird denn da kein narrisch werden? So viel aufregend, das ist nicht gesund. Dazu, meine Damen und Herren, da gibt's meistens gar keinen Grund. Drum ringen wir uns ab, bleiben ganz cool. Uns haut heute nichts vom Stuhl. Wer wird denn doch kein Arisch werden? Bleibt's ruhig und habt's ein Gern. Es geht heute so oft
was daneben. Du kennst die Ärger grün und blau. Doch was für den Ohren ziemlich ernst, ist für den anderen nur als Schau. Drum zieh ich vor dem meinen Hut, der lebt nach dem Spruch ruhig Blut. Ein Lächeln zur Zeit, ein liebes Wort tut gut. Wer wird in der Gegnade schwärmen? So viel aufregend, das ist nicht gesund. Dazu, meine Damen und Herren, da gibt's meistens gar keinen Grund. Drum bringen wir uns ab, bleiben ganz gut, uns haut heute nichts vom Stuhl. Wer wird denn doch keiner nicht werden? Bleibt's ruhig und haut sein Kern. Wer wird denn doch keiner nicht werden? So viel aufregend ist es nicht so. Dazu, meine Damen und Herren, da gibt's meistens gar keinen Grund. Drum bringen wir uns ab, bleiben ganz gut, uns haut heute nichts vom Stuhl. Wer wird denn doch kein Arsch werden? Bleibt's ruhig und hat sein Kern. Bleibt's ruhig und hat sein Kern. Westfalenlied war das, das haben Sie sicherlich erkannt. Seit 3 Jahren und 30 Sendungen sind Sie unsere ständigen Begleiter. Unser Fernseh- und Tourneeorchester Otti Bauer und sein Musikantenexpress. Ja, liebe Freunde, und Stichwort Tournee, meine Damen und Herren.
Die lustigen Musikanten sind natürlich zurzeit auf großer Deutschland-Tournee. Morgen geht's gleich wieder weiter. Städte wie Hannover, Hamburg, Berlin dürfen natürlich nicht fehlen. Wir touren noch bis 13. Dezember und mit dabei ist ein Ensemble, sehr erfolgreich. Heute Abend auch zu Gast hier in Winterberg. Und zwar ist er ein leidenschaftlicher Musikante, ein begeisterter Skifahrer und er hat ein kleines Geheimnis. Und das wird er uns jetzt auch verraten, zumindest jetzt musikalisch. Willi Seitz und seine Freunde. Ich sitz schon wieder im Stammlokal beim Wein, beim Wein, beim Wein. Trink mir die Sorgen fort wieder einmal allein, allein, allein. Dann komm ich nach Hause, du schaust mich an, nimmst mich in den Arm und sagst mir, das kleine Geheimnis, das ich unterm Herzen trag. Das kleine Geheimnis sagt mir, dass ich dich so mag. Ein kleines Geheimnis, das die Liebe uns geschenkt. Ein Wunder in mir, jetzt sag ich es dir, bleib immer bei mir. Ich gehe nicht mehr ins Stammlokal zum Wein, zum Wein, zum Wein. Ich bleib jetzt immer mit dir allein, daheim, daheim, daheim. Ich spür, dass du jetzt meine Liebe brauchst und sage ganz zärtlich zu dir, das kleine Geheimnis, das du unterm Herzen trägst. Das kleine Geheimnis zeigt mir einen neuen Weg. Ein kleines Geheimnis, das die Liebe uns geschenkt. Ein Wunder in dir, mein Schatz, glaub mir, jetzt bleib ich bei dir. Was sind schon all die Sorgen, die man sich täglich macht, wenn man so ein Geschenk bekommt, das so viel Freude macht? Das kleine Geheimnis, das du unterm Herzen trägst. Das kleine Geheimnis zeigt mir einen neuen Weg. Ein kleines Geheimnis, das die Liebe uns geschenkt. Ein Wunder in dir, mein Schatz, glaub mir, jetzt bleib ich bei dir. Dann die Nachtigall singt
Und wenn die Nachtigall singt, verliert man Kopf, Verstand und Herz. Egal ob Mai, August, September oder März. Denn dann geht man im Mondschein spazieren. Und dann kann irgendwann es passieren, dass dann die Nachtigall singt. Und wenn die Nachtigall singt, verliert man Kopf, Verstand und Herz. Egal ob Mai, August, September oder März. Eine Sängerin mit viel Herz und Gefühl, Mariella aus der Steiermark. Ja, und wir durften in diesem Jahr unheimliche Highlights erleben mit den lustigen Musikanten. Wenn Sie sich erinnern, lieber Zuschauer, wir waren in Bautzen, wir waren in Gräfenbruch, wir waren in Bled in Slowenien und wir waren zum Beispiel auf 1280 Meter Höhe auf der Rübezahlalm in Elmau in Tirol. Nicht zu vergessen natürlich unsere große Reise über den Teich nach Amerika, nach Frankenmut. Ja, aber der absolute Höhepunkt, das ist ja der absolute Höhepunkt, das ist natürlich unsere heutige Sendung in Winterberg. Ja, also, ich habe ja nie geglaubt, also wir sind durch Winterberg gefahren und plötzlich sehe ich sie vor mir. Was? Kleine grüne Männchen. Ich habe nie dran geglaubt, dass es die tatsächlich gibt. Und die gibt es in Winterberg. Kleine ja. grüne Männchen. Ehrlich? Kleine, ja. Die haben mir 70 Mark abgenommen für zu schnelles Fahren. So ist. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, gell? Und unsere nächsten Gäste strahlen immer ein unheimliches Naturell aus. Sie kommen ja auch aus dem hohen Norden. Wir freuen uns jetzt ganz besonders auf das Heimatduo Judith und Mel. Lieber Schatz, ich brauch dich so sehr. Mit jedem Tag, jeder Stunde wird es mehr. Uns allein gehört diese Welt, weil für uns zwei wirklich nur die Liebe zählt. Weil für uns zwei wirklich nur die Liebe zählt. Jeder Herzschlag von mir hat nur Sinn neben dir. Ohne dich wär mein Leben einfach sinnlos und leer. Tief im Süden meines Herzens scheint die Sonne nur für dich. Nur mit dir öffnet sich das Paradies für mich. Lieber Schatz, ich brauch dich so sehr. Mit jedem Tag, jeder Stunde wird es mehr. Uns allein gehört diese Welt, weil für uns zwei wirklich nur die Liebe zählt. Weil für uns zwei wirklich nur die Liebe zählt. Wie viel Glück, wie viel Leid mussten wir überstehen, doch das hält uns zusammen für ein Leben, du wirst sehen. Denn zwei Menschen, die sich so wie wir beide verstehen, werden bis an das Ende aller Wege gehen. Lieber Schatz, ich brauch dich so sehr. Mit jedem Tag, jeder Stunde wird es mehr. Uns allein gehört diese Welt, weil für uns zwei wirklich nur die Liebe zählt. Weil für uns zwei wirklich nur die Liebe zählt. Liebe Schatz, ich brauch dich so sehr. Mit jedem Tag, jeder Stunde wird es mehr. Uns allein gehört diese Welt, weil für uns zwei wirklich nur die Liebe zählt.
wohl erfolgreichste Volkssänger feiert in diesem Jahr gleich zwei Jubiläen. Wenn man sich überlegt, als junger Bursche stand er vor 40 Jahren zum allerersten Mal auf der Bühne und vor 30 Jahren unterschrieb er seinen ersten Schallplattenvertrag. Und sehr viele Deutsche kennen ihn nicht nur wegen seines Aussehens, sondern auch oder gerade wegen seiner klaren Baritonstimme. Und viele seiner Lieder sind Evergreens geworden. Man kennt sie, man singt sie mit. Und deshalb hat er heute ein neues Lied selbst geschrieben für seine Fans. Danke ist mehr als ein Wort. Heino. Bewegt Sehnsucht, die quält, Freundschaft, die zählt. Doch etwas zählt oft viel mehr. Danke ist mehr als ein Wort. Ein Danke bringt im Herzen vor. Und lässt uns das Glück noch allein. Ein Danke kann so wertvoll sein. Ein kleines Lächeln und ein dankbarer Blick. Und man bekommt dafür Vertrauen zurück. Jeden Tag ein kleines Danke dir schenkt, kann immer darauf bauen, dass man an ihn denkt. Wahrheit muss sein, Reue macht rein, Jugend vergeht, Liebe besteht. Gleichheit ein Traum, Frieden gibt's kaum. Doch es gibt etwas, das bleibt. Danke ist mehr als ein Wort. Ein Danke liegt im Herzen fort. Und lässt uns das Glück mal allein. Ein Danke kann so wertvoll sein. Danke ist mehr als ein Wort. Ein Danke klingt im Herzen fort. Und lässt uns das Glück mal allein. Ein Danke kann so wertvoll sein. Ein kleines Lächeln und ein dankbarer Blick. Und man bekommt dafür Vertrauen zurück. Wer jeden Tag ein kleines Danke dir schenkt, kann immer darauf kommen, dass man an ihn denkt. Hallo Heino. Gratulation zum 40-jährigen Jubiläum. Dankeschön. Ja, also es ist wirklich toll. Man muss wirklich sagen, Hut ab, 40 Jahre an der Spitze zu halten. Ich habe das meinem Publikum zum Verdanken. Aber vielen auch Dank. Natürlich deiner Disziplin, deinem Fleiß, deiner Ausstrahlung und vor allem auch deiner wunderbaren Stimme. Gibt es irgendwelche Hobbys, für die du noch Zeit hast? Also mein Hobby ist, wie so wie andere zum Tennis gehen oder zum Golf spielen, ja, ist mein Hobby Hunde züchten mit einem Freund zusammen. Und das macht mir sehr viel Spaß in meiner Freizeit. Das kann man gut vorstellen, denn Hunde sind manches Mal dankbarer als Menschen. Wer den Mensch kennt, weiß, warum er sich einen Hund hält. Ne? Mhm, richtig.
Aber meine Damen und Herren, Sie wissen natürlich, Heino ist weiter sehr aktiv. Er hat ein sehr, sehr populäres neues Buch auf den Markt gebracht, eine Autobiografie. Mhm. Und Sie lieben mich doch. Liebst du mich auch, Marianne? Ja, und wie? Was ist das große Ziel für Heino? Du könntest dich natürlich jetzt zurücklehnen, bequem und sagen, ich habe über 30 Millionen Schallplatten verkauft. Mhm. Was macht Heino in Zukunft? Also ich muss sagen, singen macht mir immer noch Spaß, so wie am ersten Tag. Aber in Zukunft, im nächsten Jahr, das ist für mich eine große Freude. Ein Wunsch war immer, mit einem großen Chor zu singen. Und im nächsten Jahr habe ich die große Freude, mit dem Moskauer Staatsensemble auf Tournee zu gehen. Am 15. Januar beginnt es dann bis zum 15. März. Also ich habe ungefähr 100 Personen auf der Bühne, 60 Sänger, also tolle Sänger und 20 Mann Big Band und dann noch an die anderen 20 ist so Ballett und es macht mir sehr viel Spaß und die ganze Tournee macht mein alter Freund Charlie Buchmann. Den kennen wir natürlich alle, da haben wir auch angefangen beim Charlie Buchmann und im Sinne des Europa-Gedankens finde ich das toll. Tournee zu gehen? Die ganze Tournee heißt Hallo Heino, Hallo Europa. Hallo Europa, toi toi toi. Wie viele Tage tourt ihr? Es sind 60 Tage. Wir fangen an am 15. Januar bis zum 15. März. Da hast du nicht mehr viel Zeit. Da musst du fleißig jetzt Russisch üben. Ich kann ja schon Russisch. Drei Worte. Ja. Wodka, Gorbatschow, Nastrovje. Russischlehrerin engagieren. Ja. Kannst du Russisch, Marianne? Leider nein. Also ich würde dich sofort engagieren. Leider nein. Muss jemand anders suchen. Ich muss mit Michael reden. Ja. Heino, wir sehen euch dich hernach nochmal. Herzlichen Dank einstweilen. Denn, liebe Zuschauer, bei den lustigen Musikanten dürfen natürlich böhmische Weisen nie und nimmer nicht fehlen. Und deswegen haben wir sie heute eingeladen. Alte Freunde, so heißt auch dieses Stück. Herzlich willkommen, Conny Dellner und seine Originalkapelle Egerland. Thank you.
Seit circa einem Jahr gibt es im Deutschen Blätterwald ein Volksmusikmagazin, das sich die lustigen Musikanten nennt und das Hintergrundinformationen zur Sendung immer wieder bringt und viele Berichte über die Volksmusikstars und Volksmusikanten und Gruppen. Und heute haben wir zwei Gewinner wieder da, die mitgespielt haben beim Preisrätsel aus dieser Zeitschrift. Herzlich willkommen, Familie Vollrath aus Röthenbach bei Schweinau in der Nähe von Nürnberg. Ja. Servus. Ja, servus. Ja. Natürlich toll. Ja. Gratulation, dass Sie heute unsere Gäste sind bei den lustigen Musikanten. Dankeschön. Sie sind ja begeisterte Wohnwagenfans und düsen in den Bergen gerne umeinander. Ja. Sie sind gerne in den Alpen und kann man vorstellen, dass waren Sie schon mal hier im Sauerland? Nein, waren wir noch nicht. Noch nicht, nein, Herr Vollrath. Nein, nein. Und was hat Sie so ein bisschen begeistert oder was hat Ihnen am besten hier gefallen oder was hat also Sie erstaunt? Ich muss sagen, erstaunlich gegen und vor allem der Ferienpark, wo wir wohnen, ja, ist ja fantastisch. Also so ein Bauwerk habe ich eigentlich noch nie erlebt. Es ist gut organisiert, für jeden ist etwas da. Also muss ich sagen, also da muss man staunen, überhaupt so Bauwerk hinzustellen, muss man sagen. Ja. Für Winterberg. Und diese Bergwelt ist einfach wunderbar. Also ich hätte es auch nicht gedacht. Und Sie haben natürlich, und das interessiert natürlich wieder unsere Zuschauer, ein Rätsel gelöst. Es handelte sich dieses Mal in der Zeitung Lustige Musikanten um ein Bilderrätsel, um ein Puzzle. Wer versteckte sich denn dahinter? Es war der Oddi Bauer. Der Oddi Bauer. Jawohl. Herr Franke. Ja. Der Oddi. Wunderbar. Oddi Bauer. Da haben Sie natürlich auch gewonnen. Ja. Und zwar die aller neueste Ausgabe der Lustigen Musikanten, super, unser aller Volksmusikmagazin mit vielen schönen Geschichten, Platzerlbacken, Hitparade und alles drum und dran, was es gibt. Das darf ich Ihnen natürlich ganz besonders gern überreichen. Ja, und zum Kuscheln, wenn er mal nicht daheim ist, unser Maskottchen der Lustigen Musikanten, die Lumu. Der Lumu. Könnten Sie sich vorstellen, liebe Zuschauer, vielleicht mit uns und mit vielen Fans und mit den Lieblingen der Volksmusik wieder an einer Fanreise teilzunehmen und zwar an einem ganz besonderen Fest teilnehmen, nämlich anlässlich einer Weinlese. Es ist nicht irgendeine Weinlese, die Weinlese wird sein im März 1997. Jetzt sagen Sie, hoppla, Weinlese im März, wo kann denn das sein? Ja, sicherlich, es ist eine weite Reise. Es geht nach Südafrika, ist doch mal ganz was anderes. Sollten Sie Interesse haben, mit den Lieblingen der Volksmusik mit teilzunehmen, dann tun Sie doch Ihr Interesse kund und schreiben uns an das ZDF. Und zwar an folgende Adresse: Lustige Musikanten, Kennwort Südafrika, Postfach 4040, 55 100 Mainz. Das wär's doch im März 97. Planen Sie vielleicht Ihren Urlaub schon ein, dann geht's nach Südafrika. Und wer es nicht ganz verstanden hat, der kann nachschauen auf der ZDF-Videotexttafel 620. Da kann er sich noch einmal darüber informieren. Mich haben Sie verstanden, Schatz. Ah, dann ist es in Ordnung. Es ist ja wirklich oft so, man fragt sich jedes Jahr aufs Neue, was soll man denn nun wieder zu Weihnachten schenken? Und ich habe hier einen ganz besonderen Tipp für Sie. Eine wunderschöne CD der lustigen Musikanten. Viele beliebte Stars und Gruppen, die hier dabei sind. Und diese CD darf ich Ihnen überreichen als kleines Weihnachtsgeschenk, als Erinnerung an diesen herrlichen Abend in Winterberg. Jawohl, vielen Dank. Herzlichen Dank. Danke für Ihre Kommen, Familie Vollrath. Und liebe Gäste, auch wir haben jetzt ein Geschenk an Sie. Musikalischer Art, ein Lied, aber es ist schön. Nacht hast du im Traum erzählt und ich wurde davon wahr. Du suchtest meine Hand im Schlaf und hast ganz leise gelacht. Ich sah dich an und dachte mir, wie schnell die Zeit vergeht. Was haben wir zwei im Leben alles schon erlebt? Aber es ist schön, es ist schön mit dir. Regen oder Sonne, du gehst neben mir. Aber es ist schön, denn wir können spüren, wenn wir zwei ganz fest zusammenhalten, kann uns nichts passieren. Ich höre noch heute das leise Du bei unserem ersten Rendezvous.
verstehen, verzeihen heißt lieben, heißt leben füreinander. Aber es ist schön mit dir, Regen oder Sonne, du gehst neben mir. Aber es ist schön, denn wir können spüren, wenn wir zwei ganz fest zusammenhalten, kann uns nichts passieren. Das Glück blieb uns treu, gab es auch manchmal Sorgen. Doch nach jeder Nacht, da kommt ein neuer Morgen. Aber es ist schön mit dir, Regen oder Sonne, du gehst neben mir. Aber es ist schön, denn wir können spüren, wenn wir zwei ganz fest zusammenhalten, kann uns nichts passieren. Wenn wir zwei ganz fest zusammenhalten, kann uns nichts passieren. Vielleicht erinnern Sie sich, liebe Zuschauer, an unsere Sendung Superhits im Sommergarten anlässlich der Funkausstellung in Berlin. Da hatten wir die kommenden Musikanten, die jetzt gleich auftreten werden, als Gäste dabei. Sie wurden sogar Tagessieger in diesem Wettbewerb und sie haben in ihren Reihen sogar einen richtigen Ski-Champion, der schon viele Trophäen mit nach Hause gebracht hat. Das ist der Thomas Patzner. Jetzt hoffe ich natürlich nur noch, dass die Gruppe jetzt endlich startbereit oder startklar ist mit ihrem wunderschönen neuen Lied. Hollerie, Hollerei, lass mich du beim Fenster rein, die Irschenberger. Mama gesucht und mit meinem Fritten Mai hab ich Verwandtschaft auf Schubruck. Zu die China-Mädel war ich anfangs gleich verrückt und bei meinem ersten Satz, da sind sie ganz wunderlich erfrückt. Hollerie, Hollerei, los wie du beim Fenster nein. Hollerie, Hollerei, ich bin dabei. Hollerie, Hollerei, los wie du beim Fenster nein. Hollerie, Hollerei, ich bin am Gipfel angekommen, sitzt der Mädel vis-à-vis. Ich so mein ersten Satz, ich stecke auf und ist da nie. Hollerie, Hollerei, los wie du beim Fenster nein. Hollerie, Hollerei, ich bin da dein. Hollerie, Hollerei, los wie du beim Fenster nein. Hollerie, Hollerei, ich bin da dein. Mir gedacht, ein Reise mir ein Mädel, das wär ja glatt gelacht. Blonde Haare und blaue Augen, so schön wie Lorelei. Doch schon, dass ich was Nettes sag, ist wieder mal vorbei. Hollerie, Hollerei, los wie du beim Fenster nein. Hollerie, Hollerei, ich bin da dein. Hollerie, Hollerei, los wie du beim Fenster nein. Hollerie, Hollerei, ich bin da dein. Ich komm ja wirklich nichts dafür. Wie gescheiter ist, ich holt mir mein und trink in Ruhe mein Bier. Da sitzt sie grad am Mädel her mit einem Mund und Bitt. Sie haut mir auf die Schulter und sie schreit mir ins Gesicht. Hollerie, Hollerei, ich bin da dein. Hollerie, Hollerei,
Wenn der Wind in den Bergen sein Abendlied singt und im Tal das Ave leise verklingt, wenn langsam am liebsten kleine Geschichten aus dem Leben. Eine starke Stimme, eine starke Frau. Die Sterne über den Bergen wurden besungen von Bianca. Jetzt, liebe Gäste, laden wir Sie ein zu einer Zeitreise durch 40 Jahre Musik und das in 4 Minuten. Wir freuen uns jetzt auf einige der erfolgreichsten Hits. Wir freuen uns auf Heino. Ja, die schönste auf der Welt ist meine Barbara. Was mir an dir gefällt, das ist ihr schwarzes Haar. Sie hat so himmelblaue Augen und einen purpurroten Mund. Ja, ja, sie ist so wunderbar, die schwarze Barbara. Im Wald in der Schenke zum Kürassier klopft zur Nachtzeit durstig ihn an. Es öffnet die schwarze Barbara, es schenkt ein der grobe Johann. Caramba, Carajo, ein Whisky. Caramba, Carajo, ein Gin. Verblüht Sacramento Dolores und alles ist wieder hin. Caramba, Carajo, ein Whisky. Caramba, Carajo, ein Gin. Verflucht Sacramento Dolores und alles ist wieder hin. Vorbei sein, nur Erinnerung an Stunden der
mehr lebet, bleibt noch an Land zurück. Seemannsbraut ist die See, und nur ihr kann er treu sein. Wenn der Sturm in sein Lied singt, dann winkt mir der großen Freiheit Glück. Manchmal ist das Leben so wie eine große Last. Tage voller Mühe, voller Ärger, voller Hast. Manchmal denkt man, ich halt's nicht mehr aus, ich schaff's nicht mehr. Müde ist die Seele und das Herz wird lang und schwer. Wenn man denkt, dass niemals mehr die Sonne wieder scheint und dazu der Himmel die Regentropfen weint. Ja, das macht mir gar nichts aus, die Tatgeborgenheit zu Hause. Wie ein Felsen im Ozean, der dort steht schon seit tausenden Jahren. So ist unser Vertrauen, darauf können wir bauen. Wie ein Felsen im Ozean, den kein Sturm etwas anhaben kann. So ist unsere Liebe, unser Leben lang. Wie ein Felsen im Ozean, der steht schon seit tausenden Jahren. So ist unsere Liebe, unser Leben lang. Unsere Sendung der Lustigmusikanten neigt sich leider auch schon wieder ihrem Ende entgegen. Jetzt kommt noch ein tosender Applaus und zeugt davon, welche tolle Stimmung hier ist. Aber wie heißt es so schön, wenn es am schönsten ist, muss man leider aufhören. Und auch die Tage des Jahres sind natürlich jetzt auch schon gezählt. Aber halt, 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 Marianne, wir sehen uns noch einmal in diesem Jahr, liebe Zuschauer. Und zwar genau am Heiligen Abend, am 24. Dezember. Um 20 Uhr Weihnachten mit Marianne und Michael, also eine schöne Bescherung. Dann hoffen wir ja nur, dass wir wirklich eine weiße Weihnachten feiern dürfen und dass wir tolle Pistenverhältnisse haben, zur Freude von den Kindern, Erwachsenen und natürlich den Wintersportlern nicht zu vergessen. Ja, es gibt ja noch eine wunderschöne Bauernregel aus der Gegend, die da lautet, wenn es draußen stürmt und schneit, ist der Bauer Skat bereit. Ja, 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 ja. Ob Skat oder Schafskopf, das ist ganz egal. Lassen sich's gut gehen, die Damen. Viel Freude beim Plätzchen backen, denn wenn es draußen stürmt und schneit, genießen Sie die Stadezeit. Dankeschön an alle Winterberger, die uns so unterstützt haben. Dankeschön, liebe Gäste hier im Saal, Sie waren zauberhaft. Und danke an Sie, liebe Zuschauer zu Hause. Es war wieder ganz, ganz lieb, dass Sie unsere Gäste waren. Ja, dem Danke darf ich mich anschließen. Wir konnten auch diesmal wieder wunderschöne neue Freundschaften schließen. Und aus dem Grund möchte ich am Schluss nur noch sagen, Freunde, lasst uns alle singen. Freunde, lasst uns alle singen, kommt und reicht euch jetzt die Hand. Wenn zum Abschied wieder klingen, wieder hier aus unserem Land. Freunde, schaut euch in die Augen, stimmt in dieses Lied mit ein. Denn es kommt ein neuer Morgen und er bringt den Sonnenschein. Ein schöner Tag soll nie vergehen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. So wollen wir nun Abschied nehmen, Hand in Hand und voller Freude, weil wir uns so gut verstehen. Wir Musikanten kommen gern in diese schöne Stadt und hoffen, dass wir uns bald wiedersehen. Jede Farbe unseres Lebens hält ein Lied für uns bereit. Ob traurig oder fröhlich, öffnet eure Herzen weit. Wieder geht ein Tag zu Ende und ein jeder geht nach Haus. Denkt noch lange an die Stunden, unsere Show ist leider aus. Musik.
Musikanten kommen gern in diese schöne Stadt und hoffen, dass wir uns bald wiedersehen. Freunde fürs Leben sein, wir wollen Freunde fürs Leben sein.